Moin Moin Leute, ich bin Lilkopus Brain oder Infodianik und begrüße gerade dich zu einem neuen Video. Heute bringe ich euch etwas sehr, sehr Spannendes bei. Und zwar Momente bzw. Gründe, die jeder mal hatte, wo man sich irgendeine gute Lüge ausdenken muss. Ich weiß, niemand sollte man lügen. Niemals sollte man lügen, aber es gibt manche Sachen, da muss man auch irgendwie die Wahrheit sagen und irgendwie lügen, obwohl man nicht lügen sollte. Ihr werdet sehen, was ich meine in dem heutigen Spiel. Perfectly valid excuse. This is the tutorial. Questions will appear here. You are timed. Left and right to choose answers. Space to submit. Alright. Warum bist du nicht zur Arbeit gekommen? Ich wurde ausgeraubt. Hi, hey, wie geht's dir? Es klingt irgendwie nicht so gut. Langsam den Mund öffnen und nichts sagen. Langsam den... Ja, das ist super. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich relevant ist. Wie geht's dir? Vielleicht versuchen wir erstmal so ein nettes Gespräch anzufangen mit ihm. Ich meine, er hat einen sehr netten Schnurrbart. Den hätte ich auch gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob das relevant ist. Okay, okay. Also, wir müssen jetzt gerade... Ihr seht, das ist das Tutorial. Wir lernen gerade. Man muss sich schon vorher hineindenken, was soll meine Lügengeschichte werden? Wir wurden ausgeraubt. Wow, was ist denn passiert? Also, ich habe diesen Obdachlosen fertig gemacht. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich war einfach nur draußen bei dem Gebäude und die sind gekommen und haben mich zusammengeboxt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Genau hier? Warum habe ich denn nichts gehört? Sie haben mich gejagt? Könnte auch eine gute Ausrede sein. Ist nicht so eine gute Ausrede. Sie haben mich gejagt. Wie weit bist du denn gekommen? Nicht sehr weit. Ich bin in das Haus eingebrochen. Ich bin zu der anderen Stadtseite gekommen. I broke into your house. Ich weiß nicht, ob man das sagen sollte. Zur anderen Seite? Wow, ich wusste nicht, dass du so gut rennen kannst. Ja, ich weiß, ich bin einfach krass, wisst ihr? Awkwardly hiccup as you're breathing in. ein non-human sound. Kommt, glaube ich, nicht so gut. Ja, ich renne Marathons. Ultramarathon. Ja. Ich dachte, du sitzt die ganze Zeit nur rum und isst Kekse. Entschuldigung. Ich bin zu powerful, weil ich die Kekse esse. Okay. Keine Coke-Es, die sind Performance-Enhancing-Drugs. Sollten wir die nehmen? Ja. Ah, warte, du bist der Bösewicht dieser Geschichte. Nein, bin ich nicht. Wie kann das denn passieren? Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Ich wurde in einem Labor erzeugt. Ich nehme Drogen von aussterbenden Tierrassen. Ich wurde in einem Labor gezeugt. Wie in vitro? Das würde ja das Power-Up... Dein Power-Up sind Kekse. Ja, sind sie. Crab walk for a few seconds. Ich wünsche, alle auf der Welt würden nur Crab walken. Nein, von einem bösen Wissenschaftler. Du hast wahrscheinlich schon drüber gelesen. Oh ja, warum habe ich noch nicht dein bösen Protégé gelesen? Ich habe Dragon Ball Z geguckt und wollte genauso sein wie Goku. Ich bin, ehrlich gesagt, böse und der Bösewicht. Böse? Was ist böse? Ich bin der Bösewicht. Ja. Warte, du bist der Bösewicht. Okay, ich bin nicht der Bösewicht. Sorry, es war nur ein kleiner Spaß. Böse, was ist böse? Okay, ich wollte anscheinend sein wie Goku. Freunde, kurz zwischendrin. Ich habe Dragon Ball Z nie gesehen. Ich fand das immer weird. Sorry, Mann. Ich hab Yu-Gi-Oh! Geguckt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch eine Emo-Phase gehabt. Sind wir ehrlich? Wahrscheinlich deswegen. Also, du bist jetzt ein Superheld. Genau, ja. Ich kämpfe nicht mehr für das Böse. Nein, ich benutze meine Kräfte, um Trinkgelder zu stehlen. Nee. Ich bin ein Centrist. Ja, ich kämpfe nicht mehr für das Böse. Warte, wenn du ein Superheld bist, warum arbeitest du für mich? Ich bin sehr, sehr, sehr faul und möchte nicht arbeiten. Es ist nichts, was mich mehr... satisfied als harte Arbeit. Aber warum bist du dann so faul bei der Arbeit? Start listing pizza toppings you hate. Rucola? Spinat? Ich optimiere gerne deinen Tag. Warum machst du deine Arbeit dann nie zu Ende? Schmie, do you schmever, finish your schmirk? Er macht einfach den Morty.
Manchmal muss ich das Böse bekämpfen. Ja. Warte, also du woher kriegst du nochmal deine ganze Kraft? Make motions, als ob du Cracker eatest. Kekse essen. Leckere Kekse. Ja, das machen wir. Ja, tatsächlich. Und du kannst diese Kräfte benutzen, um das Böse zu besiegen. Wie ein Superheld. Kollege, ich bin ein Superheld. Kollege. Ja, aber nur die Crimes, die arme Leute machen. Nee, ich bin ein Superheld. Okay, wie konntest du dann überhaupt ausgeraubt werden als Superheld? Scheiße, er stellt smarte Fragen. Er kommt hinter unserer Lügengeschichte her. Fake eine Asthma-Attacke. Das sollten wir nicht tun. Ich habe so getan, dass sie mich angreifen können. Warte, du bist der Bösewicht. Bin ich nicht. Meine einzige Schwäche ist, angegriffen zu werden. Aber wie konnte dann How the Mugger keep up with you? Wie konnte er dir so lange hinterherlaufen? Das waren meine größten Bösewichte. Okay, was können die denn tun? Jazz Hands. Ich glaube, die können definitiv nicht so tanzen wie ich. Sie sind mein böser Zwillingsbruder, auch nicht schlecht. Mein böser Zwillingsbruder, das ist es. Wenn du so gut geworden bist, warum sind die böse geworden? Wenn du mehr über Phrenologie wüsstest, dann wüsstest du das. Was ist das? Das Böse wird definiert von irgendeinem Webster. Okay, sie haben Dragon Ball Z Hentai-Parodies geschaut. What? wahrscheinlich das hier. Nein? Sie haben... Nein. Nein. Wie ist das überhaupt passiert? Ich hab's denen gezeigt. Als einen bösen Trick. Sie haben den falschen Dings runtergeladen. Wir sind Boomers. Ja, ich glaube das. Also Pornografie hat sie böse gemacht. Das ist die Moral des heutigen Videos, Freunde. Anscheinend ist das so. Genauso wie es in der Bibel steht. Nein, das ist kaputt gegangen und die haben das Gute nicht mitbekommen. Möchtest du deinen bösen Zwillingsbruder irgendwann mal bekämpfen? Ich könnte dieses Katz-und-Maus-Spiel nie beenden. Nein, wir haben das gleiche Netflix-Passwort. Ja, gewalttätig. Nein, ich könnte das niemals beenden. Hast du schon mal drüber nachgedacht, mit deinem bösen Zwillingsbruder was zusammenzumachen? Ich glaube, nicht, dass sie sich ändern können. Ich könnte das vielleicht, aber dann muss ich den Porn zu Ende gucken. Ich habe all den Dragon Ball Z Porn auf meiner VHS-Kassette. Willst du rüberkommen zu mir? Wenn das jemand zu euch sagt, rennt so schnell ihr könnt. Ich würde es so gerne tun, aber mein Ofen ist an und ich muss meinen Hund zitten. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich muss zur SantaCon? Warte! Du bist der... Warum ist man der Bösewicht, wenn man zur SantaCon muss? Warte. Du... You are making in the oven? Was mache ich im Ofen? Was machen wir denn? Ein irgendwas? Kuschelbohr? I'm reheating old Chick-fil-A? The pilot thing is out. I'm blowing up the dog. Nein, das tun wir nicht. Das? Okay, anscheinend ist man der Bösewicht, wenn man Chick-fil-A isst. Würde der Hund nicht all das essen, diese ganzen Cream Puffs? Start barking like a dog. Es ist extra für Hunde. Ja, es ist extra für Hunde. Also, kann ich die Nummer von deinem Zwilling haben? Dann werde ich ihn selbst nicht mehr böse machen. Okay, ich werde ihm die Nummer geben von irgendeiner komischen Porno-Person. Ja, ja. Ja. Oh Gott, das werden wir nicht tun, das ist doch böse. Guck mal, viele Leute uns mittlerweile schon zugucken, unsere Lügengeschichte ist so groß geworden. Sie gehen nie ans Telefon. Ich muss nur eine Sache noch wissen. Du bist viel interessanter, als ich dachte. Lass uns mehr reden. Ja, lass uns... Bis dann, Cookie-Powered, DBZ-Loving, Ultra-Marathon-Running-Dog, Superhero, Chef-Lab-Baby. Musik, Art by, das, okay. Freunde, that's the game. That's the game. Falls ihr euch jemals gefragt habt, was so passiert, wenn man eine Lügengeschichte zu lange aufspinnt, das. Am Anfang des Videos kamen wir zu spät zur Arbeit. Jetzt sind wir ein super...
sind wir ein Superheld. Wir werden gepowert mit Keksen. Wir haben einen bösen Zwillingsbruder. Er ist böse geworden, weil wir Dragon Ball Z geguckt haben und er die Hentais von Dragon Ball Z. Wir müssen wieder nach Hause, weil wir ein Krumpschüssel machen für unseren Hund. Und wir gucken bald Hentais mit unserem Chef. Was?